Willkommen zurück zu Barb dreht sich im Kreis. Ein Geheimgang hinter dem Geheimgang. Der Pavillon ist ein wunderbarer Ort, wo man sogar im strömenden Regen sitzen kann. Ruhig und friedlich ist es dort. Ihr solltet ihn euch wirklich ansehen. Er ist nicht sehr groß. Der Pavillon also? Aha! Ich soll also zum Pavillon gehen. Ich dachte, ich müsste eigentlich hier mal in den Garten. Da war doch das... Ah, na, da kackt das Spiel immer ab, oder? Wie war das? Beim letzten Mal war das ja auch schon... Da war ja auch irgendwie sowas, dass das Spiel da mal abstürzt, wenn ich da Richtung Garten gehe. Barbie, ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Das eine oder andere Mal ein wenig rennen, täte dir wahrscheinlich gar nicht schlecht. Und vor allem den Ermittlungen. Das dauert hier 334 Jahre, wenn wir alles nur hier im Gierschritt... Ah. Es gibt hier noch so viel zu sehen. Ja, ja. Das habe ich auch schon gemerkt. So, hinter. Auf. Auf! Gott, diese Maussteuerung ist so kacke. Moment, war ich denn beim letzten Mal nicht in diesem Garten? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Es ist schon wieder so lange her, als ich das gespielt habe. Das Hotel ist riesig. Ach. Es gibt so viel zu entdecken. Ja. Ja. Geh da rein, Mädchen. Ich glaube, das stürzt da immer ab. Ich glaube, deswegen, da war, glaube ich, ein Thema. Mann, ey. Ich glaube, ich spinne. I believe I spider, ey. Mann. Du wirst ein Junior-Detektiv-Abzeichen brauchen. Halt wenn du die ein Schnauze! Rosemarie. Rosemarie. In der Hose hat Marie eine Rose. Deswegen heißt die Rose Rosemarie. Da ist ein Geheimgang. Ein Geheimgang hinter dem Berg. Ja. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das Sehen gedacht? Wir uns den an? Ja, mein Gott. Oh, ich komme hinter dem Piano heraus. Wow. Ein Geheimgang. Oh, das ist gar nicht in der Piano. Gibt es sonst noch irgendwas? Ich würde halt gerne in diesen Garten gehen. Aber wenn dann das Spiel halt abkackt, dann ist das halt ein Problem. Dem Hinweis sind wir schon einmal nachgegangen. Yes, bitch. Und zwar zu dem Boten. Zu dem Boten also? Gut, ich muss hier raus. Ich muss hier weg. Das hat ja alles keinen Sinn hier. So, ich gehe in den Ausgang. Aber ich komme ja nicht da in diesen blöden Garten. Wenn das Spiel abstürzt, was soll ich denn dann machen? Oh, ist das nervig. Da muss ich noch mit irgendwem reden. Ja, ich habe ja keine Ahnung, wenn ich jetzt da wieder reingehe, dann stürzt das Spiel wieder ab. Super, dieser Detektivcomputer. Das ist so blöd. Sieh dir alle bereits gefundenen Hilfsmittel an, indem du auf die Pfeile neben den Fotos klickst. Und ich brauche auch noch so einen... Wenn du einen Schlüssel oder ein Hilfsmittel im Spiel einsetzen möchtest, klick... Vielleicht sollten wir... Was ich eigentlich sagen wollte, ist... Gut, schauen wir mal bei Becky vorbei. Sie ist eine richtige Cyberdetektivin. Ah! Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist... Ich habe hier noch diese komische Speiche. Sieh dir alle bereits gefundenen Hilfsmittel an, indem du auf die Pfeile neben den Fotos klickst. Es funktioniert... So geht es wohl nicht. Oh, glaubst du wirklich, dass das... Meinst du, das stimmt so? Nein, aber ich habe keine Ahnung. Zeit für weitere Cyberermittlungen. Ach ja. Sieh dir alle bereits... Sieh dir das an. Ein Kristall. Wozu der wohl gut ist? Ja, ich weiß es nicht. Sag du es mir, wieso finde ich hier überhaupt... Klicke auf das entsprechende... Kaffeeservice. Sieh dir das an. Eine Teetasse. Ja. Sieht aus wie eine Tasse für ein Gartenfest. Findest du nicht? Nein, ich habe keine Ahnung. Diese Teetasse sieht aus, als würde man sie bei einem Teekränzchen im Freien oder bei einem Gartenfest gebrauchen. Ah. Das Geile ist, ich kann ja mit diesen ganzen Nachrichten
Hinweisen, Tipps, was auch immer es sind, nicht anfangen, weil... Ich kann da nicht reinrennen und kack das Spiel ja ab. Und dafür... Was ist das? Was? Aber da geht schon, das ist schon die richtige Richtung da, ne? Weil da muss ich rein. Und das geht nicht. Aber da muss ich ja hin, weil ich da den nächsten Hinweis habe. Ach. Ach. Es ist einfach nur, es ist richtig, richtig schrecklich, Leute. So, warte mal, die Musik war ein bisschen laut, oder? Oha, Leute, es tut mir so leid. Jetzt war die Musik echt ein bisschen laut, oder? Jetzt glaube ich, es war viel zu laut. Oh, habt ihr meinen Hass überhaupt gehört? Ich glaube, ihr habt meinen Hass gar nicht vernommen, oder? Hallo, hallo. Hallo. Willkommen in meinem Gewächshaus. Mm. Ist es nicht wunderschön? Oh, es ist so schön, so schön, so schön, so schön. Halt die Schnauze. Es ist so schön, um wahr zu sein. Es ist so schön, so schön, so schön. Oh, Barbie, es ist so schön, um wahr zu sein. Hier in dem Garten, wir sollten hier ein Kaffeekränzchen machen. Nun, das Kaffeekränzchen ist auf der anderen Seite. Raus! Raus aus diesem Garten! Und hinein! Ich muss da nach rechts, aber das... Wieso gehen denn diese Wege nicht? Wieso stürzt das Spiel dann ab? Was habe ich dem Spiel nur getan, dass es mich so ärgern muss? Dieser andere Geheimgang? Nee, ne? Eher nicht, oder? Du wirst ein Junior-Detektiv abzeigen, wenn du ein gespeichertes Spiel spielst. Rosemarie. Rosemarie. Die Hosemarie. Okay. Pass auf. Was können wir denn jetzt noch tun? Wir machen mal so ein Brainstorming. Also, ich kann auf jeden Fall nicht in den. Da, also ich kann nicht. In diesen Garten. Kann ich nicht. Stürzt das Spiel ab. Ich kann aber auch nicht den anderen Geheimgang benutzen. Und ich habe einen aktuellen Hinweis, das ist diese Teetasse. Die führt mich dahin, wo ich hin soll. Aber die bringt mir in dem Fall auch nichts, weil sie führt mich in den Garten, ne? Wenn ich das richtig interpretiere. Genau, da sind schon die Teile vom Bild sind da schon angehängt. Ah, warte mal, da kann ich doch hier super easy, kann ich doch das Haus über den Dachboden verlassen, oder? Durch den Geheimgang. Mega die krasse Abkürzung eigentlich. Was das hier soll, das weiß ich bis heute noch nicht. Was soll das? Was soll diese komische... Sieh dir das an. Ein Geheimgang in der Rückwand des Schranks. Naja. das ist das Blumendings und das ist der... Handy, Moment, das sind ja drei Sachen. Was ist denn das mit dem Schirmchen? Das ist der Strand, oder? So, das Schirmchen ist der Strand. Und das ist ja Becky. Aber wo... Es gibt hier noch so viel zu sehen. Ja, wo muss ich diese Teaser, wie es hinbringen? Nee, oh, hä? Da war doch ganz deutlich die Anzeige nach rechts, oder? Wieso ist denn hier keine Anzeige mehr? Rosemarie, das Hotel ist riesig. Es gibt so viel zu entdecken. Ey, dass ich da nicht weiterkomme. Das ist doch so schrecklich. Ich frage mich die ganze Zeit, finde ich irgendeinen Raum vielleicht auch noch nicht? Oder kann ich da hinten noch irgendwo lang latschen, wo ich eigentlich nicht hätte hin können sollen, dürfen, müssen, brauchen?
Die Lupe ist wirklich cool. Aha. Das sagt man mir hier nicht einfach so. Das hat irgendeinen Grund, warum sie... Ich wollte ja gar nicht rein. Ich wollte wirklich nicht rein. Die ist da einfach reingegangen. Geh mal wieder raus, Barb. Oder kann ich da drin noch mehr machen eigentlich? Warte mal. Warte mal. Kann ich da drin noch mehr machen? Nee, sie kann doch so hinrennen, oder? Sie kann doch rausrennen. Okay, Barbie kann doch rausrennen. Alles klar, sie kann nicht mehr machen. Sorry. Ich dachte nur so, sie könnte vielleicht da drin noch erkunden und fährt noch in einen anderen Raum oder... Oder irgendwie irgendwas. Was uns hier... Komm, wollen wir das Spiel nochmal abkacken lassen? Hier habe ich jetzt so richtig, richtig fies Bock drauf, dass wir das Spiel nochmal hier zusammen stürzen lassen. Aber warte mal, vorher? Vorher? Super, dieser Detektivcomputer. Ruhe, Alter. Klicke auf das entsprechende... Sieh dir das an. Eine Teetasse. Sieht aus wie eine Tasse für ein Gartenfest. Ja. Findest du nicht? Ja. Diese Teetasse sieht aus, als würde man sie bei einem Teekränzchen im Freien oder bei einem Gartenfest gebrauchen. Mhm. Aber Teekränzchen im Freien wäre doch dann hier dieser Garten. Das wäre doch dann hier rechts. Aber ich kann da nicht rein, weil dann das Spiel abbricht. Oh, es ist nervig. Ah, das ist so nervig. Ich bin so langsam mit meinen Nerven am Ende. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Denn so langsam fällt mir nicht mehr rein, was ich meine richtige und meine falsche Entscheidung ist. Weil so langsam weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll, liebe Barbie, gell, du Blondschopf. Geh mal jetzt da von der bösen Laterne weg, die lässt sich sonst nicht vorbei. Mein Gott, Mädchen, bist du dämlich. Hast du jemals ein so schönes Hotel gesehen? Ja, hab ich. Gott. Oh Mann, ey, so wird das aber nichts. Guck mal, nach rechts sind so viele Sachen. Da sind so viele Freizeitaktivitäten und nichts davon habe ich. Also, ich habe, also so, natürlich nur das Nötigste halt so hier, so, ne? Ich dachte schon, stürzt jetzt auch ab. Hä, wie bin ich denn an den Strand gekommen? Man ist doch mal irgendwie an das Strandhaus gekommen. Wo ist dahinter das Haus? Nee, oder? Dahinter ist doch kein Strand. Was? Da ist ja voll komisch. Ja, die habe ich ja schon. Ach, die darf ich jetzt nicht nochmal anfingern. Ah. Wahrscheinlich backt es deswegen so rum, weil man irgendwie mit der Teetasse da hinten in den Garten laufen muss. Aber wenn sie hier noch da oben auf dem Dach steht, dann funktioniert die Quest natürlich nicht so und überhaupt viel zu schnell gelöst und so.